Hallo! Herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Room Channel. Ich bin's, euer Dan, und ich habe heute Muddy mitgebracht und wir machen heute zusammen eine Folge Red Rage Retro. Viel Spaß dabei! Und ab geht's! Tja, die FIFA-Reihe von EA gibt's mittlerweile schon sehr, sehr lange. Ist tatsächlich 1993 das erste Mal rausgekommen und ja, steht für Spielspaß, lebensnahe Animationen, viel Ingame-Käufe und Fußball. Natürlich, ne? Hier tanzen sie alle, aber wir spulen zwar ganz lang zurück, und zwar zurück ins Jahr 1993 zum allerersten Teil, FIFA World Soccer. Damals kam es raus für den Amiga unter anderem. Das ist die Version, die wir hier heute anschmeißen. Und ja, FIFA International Soccer 93 und 94 erschienen für, ich glaube, DOS, Amiga und ich meine auch für den SNES. Also tatsächlich gab es da viele Teile von. Und wir gucken jetzt mal ganz schnell rein, was wir da so alles haben in dem Spiel. Erstmal haben wir Ladebildschirme. Es gibt relativ viele Teams hier zur Auswahl. Einmal eine All-Stars-Mannschaft, Algerien, Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, also wirklich alles, was das Herz der Fußballfans so begehrt, gibt es da an Ländermannschaften, Kanada, Chile, auch echt exotische Sachen wie zum Beispiel Tschechien ist auch mit dabei und natürlich Deutschland, auch ganz exotisch. ja, Hongkong, Irak, das ist ganz spannend, da könnt ihr wirklich aus einem riesen Schatz an Fußballmannschaften schöpfen. Ihr habt Freundschaftsspiele, ihr könnt Turniere spielen, ihr habt diverse Spielmodi, ihr könnt einstellen, wie lange eine Halbzeit geht, ob der Torwart von euch gespielt wird oder vom Computer bedient wird. Tatsächlich hab ich das jetzt mal so gespielt mit Martin auch, dass der Computer den Torwart bedient, denn das ist gar nicht so leicht. Vor allen Dingen mit dem alten Competition Pro Knacker-Joystick, wo man jede Joystick-Bewegung sofort hört, ist das tatsächlich gar nicht mehr so wenig anstrengend. Da kommt man ein bisschen in Schwitzen beim Spielen. Oh, ihr habt diverse verschiedene Sprachen. Das ganze Spiel kam auch für den Amiga 593 raus auf 3 Disketten, wovon tatsächlich eine ist für das Menü zwischendurch, eine ist für das Spiel und die andere ist für, ich glaube, Einstellungen, sodass ihr, wenn ihr aus dem Spiel ins Halbzeitmenü wechselt, tatsächlich dann auch die Diskette wechseln müsst, wenn ihr irgendwelche Taktikeinstellungen für eure Mannschaft einstellt, was ein bisschen nervig war. Ihr könnt hier einstellen, ob ihr Musik und SoundFX haben wollt. Es gibt tatsächlich Fangesänge mit dabei. Ich war völlig überrascht, dass es damals schon ging. Die hören wir auch gleich noch zwischendurch im Spiel. Und das ganze Spiel an sich war für so eine frühe Fußballsimulation ganz schön umfangreich, muss man schon sagen. Das ist schon gar nicht mal schlecht gemacht. Da hat sich EA mal Mühe gegeben. Das kommt ja heute leider nicht mehr so oft vor. So, und wir schauen uns mal zusammen mit unseren Kommentatoren den Klassiker Deutschland gegen Holland. Wir sehen hier die einzelnen Teamstärken. Deutschland deutlich stärker aufgestellt hier mit viel mehr 9er-Werten. Holland hier bei Abwehr und Angriff mit 7er-Werte. Ja, und los geht's. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber Spider hat wir immer nicht mehr zulegen. Hallo liebe Zuschauer, wir senden heute live aus der Montan-Hydraulik-Arena in Klein-Pixelsreuth in der Oberpfalz. Halten Sie sich fest für das spannende Derby, ein Klassiker der Fußballgeschichte, ein Duell der Giganten, ich sage Ihnen. Und ich habe jetzt hier live mit dabei meinen Co-Moderator Martin Holzbein van Langen, der uns hier... Guten Mittag, meine Freunde, diese Partie, ihr kennt sie alle, Holland gegen Deutschland. Ja, natürlich Martin, das ist doch Deutschland. Ganz ja. Klar. Eine Partie im Jahre 93 haben wir sie schon 30 Mal erlebt. So ist es und jetzt auch wieder im Jahr 93. Ja, da hier Anstoß durch die Holländer. Wir sehen das jetzt hier. Da wird direkt schon der erste Pass ist direkt schon wieder auf den falschen Mann gegangen. Auf den falschen Mann, aber die Abwehr hat ja gut funktioniert. Sie sehen es hier, Deutschland gegen die gegen Niederlande natürlich, die jetzt hier schön tagkräftig in Grund und Boden gespielt werden, hoffentlich. Wir wissen es noch nicht, wir müssen mal reinschauen. Wir schauen mal, was die ganz so machen. Ne? Das ist aber hier das hier, auch. Hat ihn verloren. Fehlpass, ganz klar. Das war so nicht geplant. Das und ging ganz weit rüber. Der war wirklich überm Tor, lieber Zuschauer. Das, was soll man dazu sagen? Treffen können die nicht. Ja, weiß ich auch nicht. So, jetzt hier wieder. Spielaufbau früh unterbunden durch die Holländer. Ganz klar im Abseits. Also da würde ich gerne nochmal den Videobeweis sehen. Den ist noch nicht gut. Nee, da sind wir. Aber egal.
Und auch da die Deutschen hier im Spielaufbau sehr konfus, da ist kein Spiel drin. Ich weiß nicht, was die da machen. Nein, gar nichts. Das ging auch schon mal besser, meine Damen und Herren. Ganz klar. Schon jetzt zu erkennen. Wir haben bereits die 10. Spielminute. Und da fragt man sich, was soll das jetzt eigentlich jetzt hier? Komm, jetzt muss mal was passieren. Eine Aktion und darf ich vergessen, lieber denn, wir haben hier 40 Grad in der Arena. Deswegen auch diese Dämmjacke, die ich hier anhab. Ja, das stimmt, die Oberpfalz kocht quasi gerade. Der Kessel brennt. Es ist der Wahnsinn. Ich schwitze mich auch schon kaputt hier. Inne Scheinwerfer. Da ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber jetzt hier. Jetzt der Dribbelkönig. Wird nicht gefault. Läuft durch. Ah, oh. Mann. Das war eine Gurke, ne? Wenn man nicht alles selber macht, ne, dann geht da alles in den Dix. Ganz riskante Aktion hier von den Holländern. Da kann man aus einfach nur sagen. Aus 11 Metern hätte den doch locker reinmachen können. Also da eigentlich schon. Wird sich der Spieler ärgern. Und jetzt hier, er schießt einen Querpass. Sogar quer, aber auf den falschen Mann. Was soll das? Quer zurück. Was soll das, meine lieben Zuschauer? Ich sag mal so, die Pixel sind am Kochen. Ja. Die Pixel platzen förmlich. Oh. Hätte auch gelb geben können. Ganz knappe Sache. Jetzt komm ran an den Meter. Flach. Ja, meine lieben Zuschauer, das könnte das sein. Jawohl, da ist es, das erste Tor. Mann. Und da wird hier zum Jubel angesetzt. Die Werbung verballert uns das ganze Bild hier. Ich weiß nicht, was das soll, aber es sieht schlimm aus. Was soll man denn machen? Es ist so war das in den 90ern. Immerhin, es geht hier um Geld, um diesen ganzen Geschichten. Das darf man nicht vergessen, Martin, da hast du wirklich sehr recht. Es war gar nicht Klinsmann, es war Jörg Rohrer. Jörg Rohrer, unser Starspieler, der kennt ihn nicht mal im Zuschauer. Also das ist wirklich bei jedem Kleppner sein Favorit, Herr Rohrer. Ja. Starbesetzung. Die Holländer, die haben jetzt sind die unter Strom. Da ist richtig Strom auf der Tapete. Die gehen jetzt richtig ab. Da ist die Fritteuse jetzt angeschmissen worden bei den Herren. Wir haben gemerkt, dass die so nicht weiterkommen mit dem Spielprinzip. Das sag ich dir, aber im Guten. Und das, obwohl die deutsche Auswahl hier wirklich sehr unter Niveau spielt und tatsächlich da auch keine Schnitte gerade hat. Das ist wirklich. Also wenn man bedenkt, die Deutschen schon 12 Partien gegen die Niederlande gewonnen. Ist unfassbar, ja. Unentschieden 11 Partien und die Holländer nur 7 Partien bisher. Da weiß man, wie die Chancen stehen, Martin, ne? Da geht noch mehr. Auf jeden Fall. Mehr. Aber so kommen wir da nicht vor. Also, sind doch Aktionen hier. Nee. Da müssen die Jungs auch ein paar Schnitzel mehr essen. Auf jeden Fall. Bislang ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Die machen Standfußball machen die. Ja. Gerade der Torwart, guck mal, da, wieder. Keine Bewegungen, keine Dynamik. Ja. Ich weiß nicht. Wir befinden uns jetzt in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Wenn ich so auf die Uhr schaue, der Schiedsrichter hat noch nicht angezeigt, wie viel nachgespielt wird. Ja, tatsächlich. Aber man muss ganz klar sagen, aktuell natürlich durch den Führungstreffer von Rohrer, die Deutschen schon ganz klar vorne. Ja, die machen Druck und da ist der Abpfiff. Da ist der Abpfiff. Keine Nachspielzeit, gar nichts. Gar nichts. Sowas. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Ja, Ladezeiten, in denen man eine Pizza bestellen kann, liebe Zuschauer, das kennen wir heutzutage nicht mehr. Das war damals in den 90ern, ist das gang und gäbe gewesen. Programm benötigt die Diskette mit der Bezeichnung FIFA 1. Ja, Moment, warte, ich guck mal. Holen Sie mal die Kassette. Wo ist das Ding denn? Ja? Ach, ja, da geht da schon. Ist er. Da läuft er. Ja, Robel. Oh ja, und jetzt haben wir hier natürlich auch das Spielmenü. Man sieht mal ein bisschen, was man machen kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön ein hier gemacht. Ein grafisches Event. Auch diese Fahnenanimation da unten, das ist doch Wahnsinn. Das sind also hübsch bis zum geht nicht mehr. Pixel-Explosionen. Ja, da kann man überhaupt nicht meckern. Das war selbst damals schon auf 1A-Niveau. Wir haben auch Deckungsspiel hier. Kann man tatsächlich hier ein bisschen gucken, wie man es gerne hätte. Mehr Abwehr, mehr Mittelfeld, mehr Angriff. Das kann man alles einstellen. Das ist schön gemacht. Das ist nicht immer woanders. Ja, aber die Taktiktiefe war auch damals schon gegeben, muss man sagen. Und auch hier, wir können weitergehen, wir können eine Teamstrategie
ein Spiel. Finde ich auch ganz interessant. Ne? Mehr Steilpässe, totale Abwehr, schwarzer Lademütchen. Also ja. Oktakel. Oktakel, alles Plumbus. Aus der Trickkiste. Da werden wir mal sehen. Ja, Steilpass. Ich habe gerade fast Spielspaß gelesen. Steil. Aber das gibt's bei den Deutschen nicht. Totale Abwehr, totaler Angriff. Dazi-Begriffe, also. Kann man so machen, ist aber bislang nicht oft gut gegangen. So ein Quatsch. So, wir machen mal weiter hier. Wir können nämlich noch mehr einstellen. Wir haben hier den Teamaufbau. Auch sehr wichtig für die Taktiktiefe. Guck mal, mit Libero, das ist ja eine ganz alte Klassiker. So, das gibt, so wird das heutzutage gar nicht mehr gespielt. Würde ich mir Matthäus. Ja, das wäre. Libero dabei. Ja, aber da muss der Schnubbi, der muss da sein. Ja, das stimmt. Sonst geht er nicht. Kannst du nie lieber spielen. Er muss vor dem Spiel noch getrimmt werden. Jetzt haben wir hier noch Auswechslung. Auswechslung können wir auch noch einstellen. Das ist auch sehr praktisch und sehr spannend. Wen haben wir da? Da kann man jetzt nämlich hier Walter Kähler. Wer kennt ihn nicht? Fähigkeit 95. Das ist aber, also entschuldigen Sie bitte, das sind Werte. Solche Spiele gibt es. Kann der FC Barcelona nur verträumen. Ja. Nach diesen ganzen Debakel. Ich habe gehört, da gab es auch schon ein Abwerbeangebot. Ja. Aber man streitet sich nur über die genaue Summe. Haben wir da noch? Herr Geilmann habe ich gerade gesehen. Ja, Knut. Knut Gollert. Knut Gollert. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt Wahnsinn. Ihn nicht? Wahnsinn. Bester Mann. Also das ist wirklich hier Wahnsinn, was das Spiel damals schon geboten hat. Es gibt auch eine Spielstandgeschichte hier, wo man halt gehaltene Eckstöße und so weiter, ne? Angriff, Mittelfeld, Abwehr. In die Minuten. Verkusteten Augen. Die Pause ist gleich vorbei. Ja, geht gleich weiter. Nein, natürlich wollen wir nicht das Spiel beenden. Das ist doch mittendrin. Wer macht denn sowas? Das wäre Kokolores. Also das wäre Kokolores. Keine Strafen bislang. Es gab keine Karten. Also es ist eine sehr faire Partie. Ja, muss man sagen. Sind wir eigentlich nicht bei Deutschland-Holland gewohnt. So, liebe Zuschauer. Und Anstoß Deutschland. Völler, Klinsmann. Weiter geht's. Sie geben Gas. Ja, es ist der Spielaufbau läuft jetzt ein bisschen runter. Da hat der Trainer wohl noch ein Wort in der Kabine mit den Spielern gewechselt. Da ist wahrscheinlich so das ein oder andere Hopfenschörchen in der Kabine geflossen, damit sie einfach mal ein bisschen ruhiger sind, entspannter. Ja. Das macht Sinn. Das hat man in den 90ern, war das Standard. Das ist quasi das Doping der 90er. Aber, ja. Oh, der Torwart hier. Sehr schön. Hat er gut gefangen. So. Da kommt die Granate. Oh, und die Holländer direkt am Ball. Jetzt geht's direkt weiter. Das ist Wahnsinn. Das kann nicht sein. Unfassbar. Oh, und da, meine Güte. Das war aber. Ist eine Ecke? Nee. Ecke ist es. Aber gerade eben so. Ganz gerettet. Den Ball habe ich schon im Tor gesehen. Ja. Mein lieber Ren. Das war. Da hast du recht, Martin. Das ist natürlich wirklich. War eine sehr knappe Geschichte. Uiuiui. Auch schon wieder so eine knappe Geschichte in ganz flachen Winkel reingeschossen. Ja. Das kann schnell ins Auge gehen, mein lieber Martin. Da muss man aufpassen, dass das nicht irgendwie in die falsche Richtung gerät. Das ist selbstverständlich. Wenn wir das jetzt hier mal genau beobachten. Oh, ist schon wieder. Wieder ein Schuss aufs deutsche Tor gefallen. So langsam, glaube ich, geben die Holländer richtig Hacken. Ja, und die Deutschen, was machen sie? Sie geben auf. Da ist da gab's keine Dynamik mehr in der Kabine, sondern die wurden bestochen mit lecker Frikadelle Spezial und Frischöpfspezial. Mit Joppi-Sauce. Die haben mit Joppi-Sauce haben sie lecker einen reingefiffen. Da das mag natürlich sein. Aber wir können auch hier noch spekulieren. Ui, das war knapp. Jetzt aber. Spannende Phase jetzt hier. Was passiert nun? Läuft den Spieler ab. Oh, jetzt ist es gefährlich. Dropkick. Schöne Parade vom Keeper, muss man sagen. Ganz klar. Ganz klar. Aber das hätte nicht sein müssen. Hier haben wir einen super Einwurf mit Kopfball auf den Torwart. Alles nochmal gut gegangen. Aber mir macht das gar nicht Sorgen. Ja, das macht mir keinen Spaß. Das ist nicht schön. Was wir uns als Fans hier erhofft haben. Ich finde auch, da haben die Fans auf den Rängen haben Besseres verdient tatsächlich. Also so, kann ich nicht verstehen. Dass da die Leistung so extrem nachlässt. Woran liegt das? Das müssen wir hinterher mal ordentlich. Das müssen wir genau aufarbeiten. Ja. Analysieren. Das war Spielfehler. Oh, und der ist drin! Nein! Den habe ich nicht drin gesehen. Doch, der ist das drin! Ist drin gewesen. Ach nein, das war das aber abseits. Das kann doch nicht sein. Mann. Ja, so schnell kann es gehen, meine Zuschauer. Da passt man einmal nicht drauf. 1:1, aktueller Stand. Ah, traurig.
Frank de Veer. Frank de Veer von Holland. Ist natürlich sehr, sehr, sehr stark im Angriff auch. Den Atem gerochen. Die Deutschen haben zu sehr gezögert und haben sich jetzt einfach einlullern lassen. Eieiei, und da geht's direkt weiter. Nein. Wieder in den Angriff. Die Holländer. Okay, das ist aus. Das ist aus. Einwurf Deutschland. Das ist nicht mehr. Oh nein, der ist drin. Der ist drin? Der hat gesessen. Nein. Och, das gibt's doch jetzt nicht. Da sehen wir die FIFA-Hula-Hula-Tänzerin Hans Meiter. Auch für Holland. Ja, ganz starker Spieler. Hat die letzte Saison wirklich einen sehr... Glaube ich, zu Ajax oder... Ich glaube, das wäre Ajax Amsterdam. Er hat letzte Saison so starkes Spiel gezeigt. Das ist Wahnsinn. Ja. Also unfassbar. Ja, also da bin ich natürlich für die deutsche Mannschaft, ist das eine ganz große Enttäuschung, die wir jetzt hier gerade sehen. Ja, und Martin. Haben wir 5 Minuten. Ja, wenn ich da auf die Uhr gucke, 5 Minuten, was soll da noch passieren? Was wollen die noch drehen da? Da bräuchten wir einen Klassiker wie Gerd Müller. Ja. Den Bomber. Aber der hat sich ja schon lange in seine Rente zurückgezogen. Ich sag dir, solche Spieler werden heutzutage nicht mehr gebacken. Das gibt's nicht mehr. Matthäus ist auch eher den Frauen am hinterherlaufen als den Ball. Ja, das muss man ihm leider. Das ist natürlich hier ganz klar nicht die Mannschaft, wie wir sie von 1990 kennen. Ja, aber wollen wir jetzt machen? Ich meine, man kann ja jetzt auch nicht den Sand in den Kopf stecken. Da muss man schon ein bisschen gucken. Der Ball muss weiter rollen. Woran hier liegen hat. Klar. Ganz, ganz klar. Oh, auch wieder gefährliche Situation hier. Ecke Holland. Ja. Ach, Gott sei Dank. Geklärt vom Torwart. Also da müssen wir im Nachhinein doch noch einiges aufnehmen. Ja, tatsächlich. Also da bin ich sehr gespannt auf die Spielerinterviews auch am Ende. Was die Deutschen dazu sagen, weil ich sehe, jetzt haben wir noch 1 Minute auf der Uhr. Und jetzt kommt, glaube ich, auch schon mal Abpfiff. Ich habe den Schiri gesehen. Keine Nachspielzeit. Es gab keine Fouls. Ja, Deutschland, das war's. 1, Holland 2. Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat's gelegen? Das fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ja, woran hat es gelegen? Danke fürs Zuschauen. Abo gibt's hier auf links. Mehr Videos gibt's auf rechts. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nochmal hier einschaltet. Und ich kann nur noch sagen, bis denn, euer Dan und der Martin. Und sag auch Tschüss, auf Wiedersehen. Ja.